Hallo Internet! Hier ist wieder Bacon-Sack für euch und willkommen zu meiner Review von Black Panther. Ihre Stimme für die Generationengerechtigkeit gehört den Grauen, weil sie sozial helfen und bei Machtmissbrauch den Mund aufmachen. Deshalb am 18. September die Grauen Panther wählen. Nein, nicht grauer Panther, schwarzer Panther! Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr die Review bis zu einem gewissen Punkt gucken, bis ich dann in den Spoilerbereich gehe. Ich weise euch dann aber auch nochmal gesondert darauf hin. Von einigen Leuten habe ich mir sagen lassen, heiß erwartet ist dieser Film jetzt endlich da. Es ist der erste Marvel-Film, der als Hauptperson einen Schwarzen hat. Dementsprechend der erste schwarze Superheld, wobei das natürlich nicht ganz richtig ist, da wir im MCU schon länger Sam Wilson haben, beziehungsweise Falcon. Aber der hat noch einfach keinen Solo-Film bekommen. Und jetzt haben wir halt den ersten schwarzen Superhelden in einem Solo-Film. Und für einige Leute ist das ein ziemlich großes Ding. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, hat es sich gelohnt? Ist dieser Film wirklich gut? Also, ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich gucke einen Film, der ist ein Mashup von James Bond, dem König der Löwen und Hamlet. Und das soll jetzt auch gar nicht negativ klingen. Aber ich wusste nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Der Film geht so ein bisschen back to the roots. Also er geht zurück zu den Ursprüngen, wie die Marvel-Filme am Anfang waren. Der Film fühlt sich mehr so an wie ein Marvel-Film aus der Phase 1. Und nicht wie die Marvel-Filme aus Phase 2 und Phase 3, die jetzt mit sehr viel übertriebenen Humor gesprenkelt waren. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, dass man sich wieder so ein bisschen auf die Ursprünge zurückbesinnt und nicht immer weiter dieselbe Schiene fährt, bis die Leute es nicht mehr sehen können. Der Film setzt eigentlich genau da an, wo Captain America Civil War aufgehört hat. Es ist gerade mal ein paar Tage, Wochen her, seit die Geschehnisse von Civil War in dem Film über die Bühne gegangen sind. Und so kehrt T'Challa jetzt als Black Panther nach Wakanda zurück in sein Heimatland, um dort zum König gekrönt zu werden. Aber er hat nicht wirklich die Zeit zum Chillen. Over there is a shop owner chilling with his Black Panther. Nobody is going to steal nothing when he's chilling with that Black Beauty. Nobody. T'Challa kehrt dann jetzt in seine Heimat zurück und möchte die rechtmäßige Thronfolge antreten. Er möchte den Platz, den sein toter Vater hinterlassen hat, füllen. Er möchte der neue König von Wakanda werden und auch den Namen Black Panther offiziell tragen können. Und bevor er das wird, muss er erstmal sich ein paar Prüfungen unterziehen, ein paar Riten mitmachen, um der rechtmäßige König werden zu können. Und da stellen sich ihm natürlich einige Gegenspieler in den Weg, allen voran Eric Killmonger. Und der bedarf tatsächlich besonderer Erwähnung. Denn so wie der Film geschrieben ist, bis zu einem gewissen Punkt, war ich die ganze Zeit mit mir so ein bisschen am Hadern, wen von beiden ich denn jetzt unterstützen soll. T'Challa oder Eric Killmonger? Denn beide Charaktere sind wirklich sehr gut ausgearbeitet. Beide Charaktere haben zwar komplett gegensätzliche Standpunkte, aber auf dem Papier erstmal Sachen, die relativ gleichwertig sind. Deswegen war ich so ein bisschen hin und her gerissen und wusste immer nicht so recht, wen ich jetzt anfeuern soll. Ob ich jetzt T'Challa anfeuern soll oder Killmonger. Und deswegen wurde noch mein Vergleich zu Hamlet, denn das ist alles ganz schön tragisch. Und Eric Killmonger, muss ich tatsächlich sagen, ist womöglich der beste Schurke, den wir in einem Marvel-Film gesehen haben, seit Loki. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht eine besonders große Leistung, die Wegwerfware an 0815 Schurken, die wir sonst immer im MCU bekommen, zu übertreffen. Aber es ist dann doch schön, dass es hier tatsächlich mal wieder geschafft wurde und wir nicht einen weiteren absolut stumpfen 0815 Schurken zu bekommen. Denn Killmonger ist gerade am Anfang wirklich richtig gut ausgearbeitet, hat mir wirklich extrem gut gefallen. Leider passiert dann später im Film etwas, was ich dann nicht so geil fand, dazu später mehr im Spoilerbereich. Aber wie gesagt, Eric Killmonger ist wirklich ein hervorragend geschriebener Schurke. Kann man nicht anders sagen.
Was auch wirklich sehr, sehr gut herausgearbeitet wurde, ist generell Wakanda oder die Szenenbilder. Alles, was sich da im Hintergrund irgendwie einfügt, alles, was man da irgendwie sieht, das gesamte Design dieses afrikanischen Staates oder sei es auch an anderen Schauplätzen, überall gibt es wirklich viel Liebe zum Detail und das trifft den Kern wirklich richtig, richtig gut. Trotzdem muss ich sagen, gerade die Musik in meinem Freundeskreis von manchen Leuten sehr gehypt vorab. Denn der gesamte Soundtrack ist von Kendrick Lamar. Kannte ich vorher nicht, hab mir aber sagen lassen, dass es ein echt dufter Typ ist, der echt dufte Musik macht. Und hätte ich von dem, was man im Trailer vorher gesehen hat, oder vielmehr gehört hat, erwartet, dass man da ein bisschen mehr Hip-Hop und ein bisschen mehr Rap drin hat. Gibt es auch, so ist es nicht. Aber trotzdem war ich dann überrascht, tatsächlich Töne zu hören, gerade auch in dem Kontext zu Afrika, die mich, sorry, einfach nur an etwas ganz Besonderes erinnert haben. Das ist wirklich schon ein bisschen arg lächerlich. Die machen einen Film über Afrika und dann nehmen sie sich das afrikanische Klischee, was es nur geben kann, und pflastern den Film damit zu. Das ist herrlich. Ich meine, ohne jetzt irgendwas Wichtiges zu spoilern, es gibt später nochmal eine Szene im Film, wo T'Challa nochmal die Möglichkeit hat, quasi mit seinem verstorbenen Vater zu sprechen. Und alles, was da passiert, wie das aufgebaut ist, wie das inszeniert ist, war auch für mich 1:1 einfach nur das Folgende. Simba, du hast mich vergessen. Nein, das könnte ich nicht. Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Ja, da denkst du dir schon so ein bisschen. Disney macht das erste Mal seit zig Jahren mal wieder den Film über Afrika. Und was machen sie? Ja, sie kopieren einfach ihren einzigen Film, den sie jemals über Afrika gemacht haben, nochmal. Aber gut, daran will ich mich jetzt gar nicht zu sehr hochziehen. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein Mashup aus König der Löwen, Hamlet und James Bond. Wo kommt jetzt der James Bond-Einfluss her? Es gibt eine Szene, die in Asien spielt. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau wo. Ich glaube, es war Nord- oder Südkorea, keine Ahnung. Und da infiltrierte T'Challa quasi ein Casino. Und vorab gibt es von seiner Schwester Shuri jede Menge technische Gadgets erstmal zugeteilt, die Mission wird besprochen und so weiter und so fort, bis es dann wirklich erstmal in dieses Casino reingeht. Und das hat mich persönlich einfach megamäßig krass an James Bond tatsächlich erinnert. T'Challa ist dann quasi Bond, seine Schwester Shuri ist dann quasi Q und das fand ich einfach sehr cool. Das habe ich so in einem Marvel-Film auch noch nicht gesehen und das war wirklich mal erfrischend. Ich meine, so haben sie einfach mal James Bond kopiert und nicht ihre eigenen Zeichentrickfilme. Hey, nein, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das fand ich echt super. Und in dieser Casino-Szene hat dann nochmal Ulysses Claw oder Ulysses Klaue, wie sie ihn jetzt auf einmal nennen, der hat dann wirklich nochmal die Chance zu scheinen, zu leuchten und wirklich ein cooler Bösewicht zu sein. Denn alles, was da in diesem Casino passiert, hat quasi mit ihm zu tun. Und ich hätte am Anfang eigentlich erwartet, dass T'Challa mehr als Gegenspieler zuerst Ulysses Claw hat und dann Eric Killmonger später einsteigt. Aber so ist es in dem Film selber gar nicht, denn Ulysses bekommt seinen eigenen guten Gegenspieler mit Emmett Ross, gespielt von Martin Freeman. Und den kennen wir auch schon aus Captain America Civil War und sehr schön, dass sie ihn halt auch wieder mehr in den Film integriert haben und nicht unbedingt einen mega krass populären Superhelden da reingeschoben haben, sondern auch ruhig mal Platz gelassen haben für kleinere Figuren, dass die mal ein bisschen hochkommen können, ein bisschen größer werden können, fand ich sehr gut. Weil ganz davon abgesehen, dass Emmett quasi sowas wie der Robin von Black Panther in den Comics ist. Ja, und sowohl Andy Serkis als auch Martin Freeman spielen beide wirklich ihre Rollen sehr überzeugend. Und zumindest in einer Szene ergibt sich eine wirklich coole Dynamik zwischen den beiden Charakteren in diesem Film. Und das ist wirklich cool anzusehen und nett anzusehen. Nur trotzdem hatte ich hier wieder so das Gefühl, ja, also irgendwie hast du auch das schon mal irgendwo gesehen. Wieso rätseln wir nicht ein wenig? Und wenn es verliert, was dann?
Nun ja, wenn es verliert, mein Schatz, fressen wir es auf. Wenn Beutlin verliert, fressen wir es ganz auf. Dummer, fetter Hobbit! Ihr seht also, es gibt ein gewisses Muster in diesem Film. Der Film versucht euch vorzugaukeln, dass er sehr originell und sehr neu und sehr anders ist. Aber nee, das ist er gar nicht. Eigentlich ist er nur aufgewärmtes Mittagessen. Aber gut, das ist jetzt echt nicht schlimm. Der Film war wirklich unterhaltsam. Der Film war einfach aufgeräumter im Vergleich zu aktuelleren anderen Marvel-Filmen. Und der Film ist wirklich mehr ein Film, der für sich allein steht. Ich hatte mehr so den Eindruck, dass es gar kein Marvel-Film ist. Also normalerweise gibt es ja Standard-Marvel-Filme und dann werden da ab und zu mal kleinere neue Elemente mit reingeschmissen. Hier hatte ich eher so den gegenteiligen Eindruck. Nämlich, dass es eigentlich ein eigenständiger Film ist, wo kleinere Marvel-Elemente reingeworfen werden. Und das fand ich dann trotzdem, auch wenn es nüchtern betrachtet nichts Originelles ist, was der Film wirklich macht, trotzdem irgendwo erfrischend einfach mit dem Blick auf das MCU. Und da der Film wirklich relativ aufgeräumt ist und euch nicht die stumpfen Effekte ins Gesicht geballert werden wie sonst in einem Marvel-Film, kann ich jetzt tatsächlich über gar nichts weiter mehr großartig sprechen und müsste jetzt in den Spoiler-Bereich gehen. Und genau deswegen komme ich jetzt vorher erst nochmal zur Bewertung des Films und fasse das nochmal für euch zusammen. James Bond trifft König der Löwen, trifft Hamlet. Black Panther vereint viele gute Grundstories, die sich in der Vergangenheit immer wieder bewährt haben und vermixt sie zu einem neuen Getränk, könnte man sagen. Schmeckt ein bisschen vertraut, ist auch nicht der Oberburner, aber trotzdem kann man sich das mal genüsslich geben. Wir haben hier tatsächlich den besten Marvel-Schurken seit Loki. Das heißt nicht besonders viel, weil die Marvel-Schurken nie so wirklich gut ausgearbeitet sind, aber trotzdem ist es doch schön, dass man hier mal wieder einen Schritt in die richtige Richtung getan hat, wenn sie am Ende nicht eine gewisse Sache gemacht hätten, die mich echt stört. Aber dazu gleich im Spoiler-Bereich was. Gerade weil dieser Schurke so gut ausgearbeitet ist, ergibt sich für den Zuschauer vielleicht eine Art moralisches Dilemma, durch das er sich einfach durchschauen muss, um zu sehen, wie sich das Ganze dann auflöst. Aber das hat bisher, bis auf Civil War, auch noch kein anderer Marvel-Film für mich geschafft. Wo man wirklich überlegt, okay, mit welcher Seite fiebere ich denn mit? Denn in der Regel sind in Marvel-Filmen die Fronten relativ stumpf und eindeutig geklärt. Es gibt meistens nur ein Schwarz-Weiß-Denken. Und hier wurde das mal wieder ein bisschen aufgelockert, bis zu einem gewissen Teil. Und das fand ich wiederum echt mal wieder gut. Alles, was wir in dem Film sehen an Hintergründen, an Welt, an Städten und so weiter und so fort, das ist alles wirklich gut gemacht. Das macht auch wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Es fügt sich alles nahtlos ineinander und es wirkt einfach echt. Beim Anschauen hat man das Gefühl, dass Wakanda, diese futuristische afrikanische Stadt, tatsächlich so in echt existieren könnte. Und das kann nicht jeder Science-Fiction-Film von sich behaupten. Und auch das ist wirklich richtig gut rübergekommen. Also, solltet ihr euch Black Panther im Kino ansehen? Ich muss tatsächlich sagen, vielleicht. Ich fand den Film zwar richtig gut und mir hat er gefallen. Ich fand ihn mal wieder erfrischend anders. Aber, und das ist ein großes Aber, man braucht diesen Film tatsächlich nicht, um im MCU irgendwie weiterzukommen. Denn dadurch, dass dieser Film so für sich alleinstehend ist, fügt ihr einfach nichts hinzu, was jetzt essentiell wäre, zum Beispiel um Avengers 3 zu gucken, der tatsächlich schon in 2 Monaten ins Kino kommt. Ich hätte hier wirklich mehr erwartet, dass wir wirklich mehr dahin geführt werden, was denn im dritten Avengers-Teil dann passieren wird. Wo wir im Trailer auch schon gesehen haben, dass Wakanda wohl ein größerer Schauplatz der Handlung sein wird. Und da war ich wirklich überrascht. Der Film ist wirklich für sich allein betrachtet gut. Aber seien wir ehrlich, Der Verkaufsfaktor beim MCU ist mittlerweile einfach, dass alle Filme irgendwie miteinander zusammenhängen und dass man quasi schon jeden Film gesehen haben muss, um später zu verstehen, was alles los ist. Deswegen, ich würde euch zwar definitiv empfehlen, euch den Film mal anzugucken, aber ihr müsst jetzt nicht diesen Film gucken, um später Avengers 3 zu gucken. Man kann sich jetzt natürlich auch darüber streiten, ob ich nicht komplett behindert bin, dass ich überhaupt mit dieser Grundeinstellung da herangehe. Aber tatsächlich
weiß ich einfach von vielen Leuten, auch in meinem Bekanntenkreis, dass die zwar cool finden, dass das alles miteinander zusammenhängt, die aber auch mittlerweile gestresst sind, da sie das Gefühl haben, dass sie wirklich alles gesehen haben müssen, um weiterzukommen. Und wenn man das unter diesem Aspekt sieht, aus diesem Gesichtspunkt, müsst ihr euch den Film wirklich nicht im Kino geben. Guckt ihn euch irgendwann unbedingt an. Es ist ein schöner Film, es ist ein guter Film, es ist ein aufgeräumter Film, aber euer Leben hängt jetzt nicht davon ab. Ich fand ihn gut, aber jetzt auch nicht mindblowing. Und wenn es euch jetzt nicht megamäßig von vornherein angefixt hat, dann müsst ihr dafür jetzt auch nicht gerade ins Kino gehen. Ich habe ja vorhin gesagt, ne? Der Film versucht eigentlich was Eigenständiges zu sein und Sachen anders zu machen und nicht so zu sein wie jeder andere Marvel-Film mit seinem Schema F. Es ist nur echt schade, dass am Ende des Tages trotzdem wieder genau das ist. Warum zum Fick? Warum mussten die Eric Killmonger töten? Ganz ehrlich, die bauen so einen guten Schurken auf und ich hätte es echt interessant gefunden, wenn T'Challa jetzt gesagt hätte, du magst zwar mein Cousin sein, aber ich bin kein Mörder. Ich werde dich hier verwahren, Wakanda, auf dass du eines Tages wieder zu sehen kommst und wir gemeinsam als Brüder regieren können. Das wäre, finde ich, so viel besser gewesen. Das hätte auch, finde ich, am Ende besser in die Story gepasst, als das, dass er da sich einfach die Speerspitze rauszieht und dann tot umfällt. Das fand ich wirklich richtig schwach. Wir hatten ein richtig starkes Build-up zu diesem Finale. Ja, und dann? Was war das? Ja, dann war er auch immer wieder tot. Und das finde ich einfach richtig schade. Ich fand den wirklich gut ausgearbeitet. Aber auf der anderen Seite betrachtet, reißt Disney das, was die mit dem gemacht haben, vorher eigentlich schon ein. Denn bis zur ersten Hälfte des Films habe ich wirklich noch so mitgefiebert und dachte mir so, wow, okay, die haben beide relevante Punkte. Er ist der rechtmäßige Thronerbe. Er ist derjenige, der vom Thron oder von seinem Vater, vom König, vom vorherigen, mies beschissen wurde und ausgegrenzt wurde. Und das ist auch nicht cool. Und deswegen haben beide irgendwie so einen relativ gleichwertigen Standpunkt. Und das fand ich wirklich richtig interessant und hätte auch nicht gedacht, dass in diesem Kampf um den Thron, dass T'Challa da verliert. Und ich dachte echt so, wow, krass, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt diese Wendung nimmt. Aber dann hat sich Disney wohl so gedacht, ja du, so geht das nicht. Die Leute wissen ja gar nicht, wen die gut und wen die böse finden sollen. Ja, dann müssen wir jetzt tatsächlich mal hier derjenige, der böse sein soll, auch mal so als den letzten Hurensohn charakterisieren. Und auf einmal fängt er da an, Amok zu laufen, fängt er da an, Frauen zu verprügeln. Und ich denke mir so, hätte das das jetzt gebraucht? Nee, hätte es nicht. Da ist dann wieder der Film in dieses Schwarz-Weiß-Denken gepresst worden. Ich hätte es einfach so viel besser und so viel interessanter gefunden, wenn man das nicht gemacht hätte. Das hätte, finde ich, eine viel anspruchsvollere Story ergeben, als das, was am Ende dann tatsächlich bei rumgekommen ist. Außerdem muss ich sagen, ich hätte mir sehr viel mehr mystische Sachen in dem Film gewünscht. Ich hätte gedacht, man hält so ein bisschen die Balance zwischen mystisch und Science-Fiction, Technik und so weiter. Aber irgendwie hat dann später die Technik deutlich überwogen. Und das finde ich schade, denn sie hatten wirklich coole Ansätze. Gerade die Szenen, auch vom Aufbau her, vom Look, die sahen so gut aus in dieser Szene, wo er im Jenseits quasi war und mit seinem Vater gesprochen hat. Das war richtig cool gemacht und ich hätte mir davon einfach mehr gewünscht. Weil auch jetzt so, wie es dargestellt wurde, für Leute, die die Comics nicht kennen, so der Eindruck entstehen müsste, dass er nur der Black Panther ist. Weil er sich mit komischen Pflanzen dopt. Alpecin Liquid und Koffeinshampoo. Doping für die Haare. Nur für die Haare. Das ist so aber nicht richtig. Ja, diese Pflanzen gibt es auch in den Comics. Und diese Pflanzen werden auch dort konsumiert und bringen ihn dazu, dass er ein bisschen stärker wird, ein bisschen mehr Ausdauer hat und so weiter und so fort. Seine eigentlichen, wirklichen Superkräfte sind aber eigentlich magischer Natur und kommen von der Panthergöttin Bastet. Und ich finde es schade, dass man da nicht mehr so in die Schiene gegangen ist. Vielleicht wollte man die Kinozuschauer nicht überfordern, ich weiß es nicht, aber ich finde einfach, hier wird ein falscher Eindruck vermittelt. Es ist ja nicht mehr so, dass sie was falsch dargestellt haben, ich finde einfach nur, es kommt nicht richtig rüber. Und das ist schade, gerade weil es später in den Comics auch Phasen gab, wo Black Panther nicht so sehr auf Technik gegangen ist, sondern sich auch wirklich nur mehr mit Magie beschäftigt hat und damit halt mehr gekämpft hat. Und das finde ich
zum Teil auch viel interessanter und ich hätte mir einfach da viel mehr von gewünscht. Ja, und da wir gerade noch bei Sachen sind, die falsch oder missverständlich dargestellt worden sind, da fällt mir natürlich direkt noch Vibranium ein. Ja, Vibranium, das Wundermittel gegen alles. Oh verdammt, ich habe ein Loch in die Wand gebohrt. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Spachtelmasse. Kein Problem, nehmen Sie Vibranium. Oh verdammt, scheiße, meine Karre ist verreckt. Ich bin nicht ADAC-Kunde. Was soll ich jetzt nur machen? Kein Problem, schmieren Sie einfach etwas Vibranium drauf. Fuck, ach, mein Arm, ach, mein Arm ist gebrochen. Ach, scheiße, fuck, ah. Verzagen Sie nicht, junger Mann, schmieren Sie einfach etwas Vibranium auf Ihren Arm. Meine Frau betrügt mich und will mich verlassen. Mein Leben ist am Ende. Auch hier schmieren Sie einfach etwas Vibranium auf Ihre Frau. Also wirklich, was zur Hölle? Was war denn da los? Also Vibranium kann jetzt anscheinend alles. Ich meine, ja, Vibranium war schon immer ein besonderer Stoff, auch in den Comics. Und Vibranium hat zum Beispiel auch Eigenschaften, dass man, wenn man Gegenstände aus Vibranium anfertigt und sie für magische Rituale benutzt, dass sie quasi die Magie besonders gut leiten und andere Dinge. Aber wenn ich mich nicht täusche und bitte verbessert mich, wenn ihr da eine bestimmte Sache kennt, die ich vielleicht nicht gelesen habe. Es war noch nie so, dass Vibranium wirklich als pure Energiequelle genutzt werden konnte. Und es war auch noch nie so, dass Vibranium als Medikament irgendwie Einsatz findet und hast sie nicht gesehen. Also das war einfach wirklich too much. Da haben sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. fand ich wirklich ein bisschen arg merkwürdig. Aber ich habe mir schon so gedacht, und das hat mich auch gestört, es gibt ja wirklich sehr wenig Verweise auf das Marvel-Universum an sich in Black Panther. Und ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass wir in diesem Film sehen, wo der letzte Infinity-Stein ist. Denn es fehlt immer noch der Seelenstein. Und da habe ich mir jetzt so gedacht, was wäre denn, wenn das Vibranium nicht das einzige war, was mit den Meteoriten heruntergekommen ist? Was wäre, wenn das Vibranium diese komischen ganzen magischen Eigenschaften gar nicht selber hat? Was wäre denn, wenn die in Wakanda einfach einen Infinity-Stein für ihre gesamte Scheiße benutzen? Es gab halt in dem Film selbst jetzt nicht wirklich Hinweise dafür, aber aktuell ist das die einzige Möglichkeit, wie ich mir logisch erklären kann, dass die da sonst was mit dem Vibranium machen angeblich und dass Thanos ja anscheinend sofort nach Wakanda geht, als er auf die Erde ankommt, um da Rabatz zu machen. Wenn da kein Infinity-Stein wäre, was soll Thanos da sonst machen? Er macht da ja nicht Urlaub. Also von daher denke ich mir, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass genau das nochmal in Avengers 3 aufgegriffen wird. Oder vielmehr wünsche ich mir, dass das so in dieser Art und Weise in Avengers 3 aufgegriffen wird, denn ansonsten macht das Vibranium überhaupt keinen Sinn mehr. Ach ja, und die Post-Credits-Szenen, die eigentlich genau dafür dienen sollen, um Bezüge zu kommenden Filmen und so weiter herzustellen, Weil der letzte Scheiß hier, ne? Also da habe ich mich echt verarscht gefühlt. Da war das erste Mal, dass ich im Kino saß und ich war echt ein bisschen pissig, dass ich mir gedacht habe, wow, da wir bis jetzt sitzen geblieben. Ich meine, die erste Post-Credit-Szene, wo T'Challa vor die UN, glaube ich, tritt, die war sehr gut für den Film an sich, aber die hätte man auch einfach an das normale Ende des Films packen können und nicht als Secret-Ending verkaufen müssen. Und das zweite Secret Ending war halt komplett nutz. Und ja, da hätte sich wirklich mehr einfallen lassen können. Und da war ich auch wirklich enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, die prügeln jetzt den Hype für Infinity War richtig nach oben. Aber nö, haben sie nicht gemacht. Und auch noch eine weitere Sache. Ich merke gerade, ich bin eigentlich nur am Meckern. Sorry. Aber das sind ja halt die Punkte, die ich vorher nicht ansprechen konnte. Was mir auch nicht gepasst hat, war Man-Ape. Sie hatten ihn ja tatsächlich schon in dem Film drin. Und ich fand es cool, dass der drinne war. Für diejenigen von euch, die jetzt nicht wissen, wer das war der feindliche Stammesführer, der sehr affenartig in seinem Auftreten war. Und der ist eigentlich auch ein Standardgegner von Black Panther und ist halt wirklich ein Gegner. In dem Film war es jetzt so, dass sie ihn mehr zu einer Art Rivalen gemacht haben und dass sie schon fast Homies sind. Und das fand ich merkwürdig und komisch und schade, dass sie anscheinend keine richtigen Feinde sind. Aber was ich positiv begrüße ist, dass sie sein Kostüm halt deutlich erdgebundener gestaltet haben. Denn wenn man sich sein Kostüm aus den Comics anguckt, es ist einfach nur komplett Panne. Es ist gut, dass sie sich da nicht an den Comics orientiert haben.
Und eine letzte Sache, um die ich mir noch Gedanken gemacht habe, ist, wird Nakia zu Malice? Nakia war das Love Interest von T'Challa in dem Film, seine Kindheitsfreundin, seine Ex-Freundin. Und am Ende war ja so ziemlich Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden. Aber in den Comics ist es eher so, dass sie, ja, wie ein verrücktes Groupie ist, wie eine Stalkerin, T'Challa gegenüber und sie davon besessen ist, mit dem zusammen zu sein und so. Und er weist sie dann halt ab und dann wird sie zu dem Superschurken Malice. Und ist dann halt auch ein Gegner für T'Challa. Und tatsächlich muss ich sagen, würde ich das ganz gern sehen, weil sie im Film für mich nicht besonders interessant und sympathisch war. Mal erstmal das. Und zum anderen würde dann der Platz freigemacht werden für Aurora bzw. für Storm. Denn in den Comics ist es tatsächlich so, dass T'Challa und Storm von den X-Men ein Pärchen sind und Storm die Königin von Wakanda wird. Und jetzt, wo Fox von Disney gekauft wurde, wäre das die perfekte Möglichkeit, das in einem späteren Marvel-Film irgendwie zu thematisieren und auch um die X-Men zusammen mit den anderen Avengers oder dem bisher bestehenden MCU enger zu verknüpfen. Wie sie die X-Men irgendwie ins MCU holen, wissen wir ja noch gar nicht, oder ob sie es überhaupt machen. Ich meine, sie wären ziemlich dumm, wenn sie es nicht machen würden. Sie werden es definitiv wohl machen. Aber in welcher Art und Weise, wissen wir jetzt noch nicht. Aber trotzdem würde ich mich einfach sehr darüber freuen, wenn wir später sehen, dass Storm in Black Panther 2 vielleicht mitmacht. Und so könnte man sie vielleicht auch gut als Charakter einführen. Fände ich dufte, fände ich cool. Und jetzt interessiere ich mich natürlich dafür, was ihr so dufte und cool findet an diesem Video. Oder auch generell, wenn ihr einfach ein bisschen über andere Sachen quatschen wolltet, dann auch das sei euch gegönnt. Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare, wie fandet ihr den Film, wie fandet ihr diese Review, was wolltet ihr mir schon immer einmal sagen. Und ja, ich versuche wie immer auf alle Kommentare zu antworten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt doch darüber nach, das mit euren Freunden zu teilen, ein Like dazulassen, denn nur so kann dieser Kanal wachsen oder bin ich tatsächlich einfach nur auf eure Hilfe angewiesen. Und dafür vielen Dank im Voraus und jetzt auch nochmal vielen Dank dafür, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt und ja... Bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö und Haunse Baunse. Whoa. What you call a young king living? T'Challa of Wakanda off-grid, no visits. Whoa. Took down Bucky 5 minutes. Whoa. Vibranium is the business. About to make a movie independent. Got a new suit, it's kinetic. I don't need assistance from the vision. It's time for my own solo mission. I'm about to teach them the tradition.